liebe Bücherfreunde, in Nadis Bücherwelt. Ja, heute ist es endlich soweit. Es gibt meine Verlosung zu dem wunderbaren Buch von Sarah Sachs, Dirty in seiner Gewalt. Es gibt ja schon meine Rezension dazu. Ich verlinke euch die aber gerne nochmal irgendwo hier. Und auch in der Infobox natürlich, da könnt ihr es auch finden. Ja, und da hat die liebe Sarah und ich eben ausgetüftelt, dass wir für euch ein Gewinnspiel machen. Und dieses Gewinnspiel ist die letzten 2 Wochen, glaube ich, gelaufen. Man konnte sich über meinen Blog einfach einen Kommentar unterschreiben unter der Rezension oder über Facebook und YouTube. Also ihr hattet mehrere Möglichkeiten, mit in den Lostopf zu fallen. Der erste Preis ist, wie gesagt, dieses tolle Taschenbuch mit einer Signierung von Sarah Sachs. Sie schickt es euch dann auch persönlich zu. Das bedeutet, ihr müsst damit einverstanden sein, dass ich eure E-Mail-Adresse an Sarah Sachs weitergebe, und ich denke mal, sie wird sich mit euch in Verbindung setzen und dass ihr euch dann austauscht wegen der Adresse. Die muss ich ja nicht unbedingt wissen. Ja, ein toller Roman. Ich war sowas von begeistert. Ein 5-Sterne-Buch. Es ist sowas ganz anderes wie Sarah Sachs mit ihrer Reihe, die sie schreibt. Das soll auch eine Trilogie werden. Es handelt sich hier nämlich um 3 gute Freunde. Der erste Dirty, der zweite Rich und der dritte, den Namen vergesse ich immer wieder. Es ist schrecklich. Wie hieß er denn? Es ist auch völlig egal. Auf jeden Fall 3 Freunde, und die 3, die, ja, darum geht eben diese Trilogie. So, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Achso, es gibt das Buch mit Signierung zu gewinnen, und ich habe noch 4 Lesezeichen von der lieben Sarah bekommen. Die werde ich dann auch verlosen. Allerdings, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr wie ich Lesezeichen sammelt und ja, hinten drauf steht also auch der Klappentext. Und wenn ihr, ich ziehe 4 Stück, die das jeweils 1 gewinnen, und ihr müsst mir dann einfach, wenn ihr das wollt, kurz über E-Mail-Adresse steht unten, schreiben, ja, ihr wollt die gern, und dann halt eure Adresse mir geben. So, jetzt legen wir los. Es haben so wahnsinnig viele mitgemacht. Ich habe so eine riesen Dose, und die ist ja ganz schön gefüllt. Ich mische das Ganze jetzt noch mal richtig. Es waren ja welche dabei, die haben 2 Lose hier drin, einfach weil sie bei meinem neuen Blog, ich bin ja umgezogen, das wisst ihr, mein Newsletter abonniert haben. Das hat 1 Los ergeben, und dann, dass sie so generell eben noch mitgemacht haben. Also alle Newsletter-Abonnenten haben 2 Lose gekriegt. So, ich schüttel, mehr geht nicht, dass sie auch auseinander sind, weil ich die so gefaltet habe. So, ich bin immer noch am Schütteln. Ich muss nur gerade unterbrechen, weil es geklopft hat an meiner Tür. So, aber jetzt geht's los. Schüttel, 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 und ich öffne die Dose. Ich habe mir auch alle Namen aufgeschrieben, die da mitgemacht haben. Vielen Dank an euch alle. Wirklich, ich fand es ganz grandios. Und ich wühle und wühle und schaue nicht hin und nehme mir jetzt ein Los. So. Und gewonnen hat Alexandra Kremhoff. Alexandra, dein Los. Du hast das tolle Taschenbuch gewonnen von Sarah Sachs, Dirty in seiner Gewalt. Du wirst begeistert sein. Was ganz, ganz lieb wäre, wenn du mir vielleicht in meine E-Mail dann auch schreibst, wie es dir gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Also, Alexandra Kremhoff, herzlichen Glückwunsch für das Taschenbuch. So, dann werde ich jetzt noch die 4 Lesezeichen auswählen. Das erste Lesezeichen bekommt von mir zugeschickt, wenn sie es denn möchte,
Stephanie J. habe ich nur. Also auch dich möchte ich bitten, wenn du das haben möchtest, so ein Lesezeichen, dann schick mir einfach per E-Mail deine Adresse. Das zweite Lesezeichen geht dann an San Nit, auch bei dir das gleiche. Wenn du das Lesezeichen gern zugeschickt bekommen möchtest, dann schreib mir. So, und ich schüttel wieder und ziehe nochmal ein Los für das dritte Lesezeichen. Sandra Berghaus. Hallo Sandra. Du hast ein Lesezeichen gewonnen, wenn du es möchtest. Ich habe deine Adresse, ja. Ja, schreib mir nur oder ruf mich kurz an oder schreib mir per WhatsApp, ob du es gerne möchtest. So, und weiter geht's. Noch eins habe ich übrig. Und das geht an... Ui, Alexandra Kremhoff. Du hast anscheinend meinen Newsletter abonniert, deswegen sind zwei Lose drin. Da hast du jetzt richtig Glück gehabt. Ja. Das, denke ich mal, willst du auf jeden Fall dazu haben, wenn die Sarah dir nicht sowieso eins reinlegt. Jo. Hast du zweimal gewinnen? Ja, also das, ich mache es jetzt so, weil, Alexandra, ich denke, dass die Sarah, ich werde ihr das auch schreiben, die auch ein Lesezeichen mit reinmacht, was ich sowieso glaube, und du kriegst ja auch eine Signierung, das habe ich ja auch hier bekommen, eine ganz tolle Signierung, das kriegst du auch, und deswegen würde ich jetzt sagen, tue ich das eine nochmal auslosen, weil das ist echt, ja, ein bisschen blöd sonst. Und das hier ist genauso blöd. Ich habe nochmal die Stephanie gezogen. Die hat ja schon eins gewonnen. Also können wir das auch nicht nehmen. Oh je, was ist hier los? Ich habe alle gleich gemacht. Ne? Nicht, dass ihr denkt, dass ich da irgendwie... So, das ist echt lustig. Madeleine, du hast ein Lesezeichen von der lieben Sarah gewonnen. So, jetzt haben wir die vier Lesezeichen. Stephanie J., Sanit, Sandra Berghaus und Madeleine. Ihr kriegt von mir das Lesezeichen zugeschickt. Schreibt mir bitte über meine E-Mail eure Adresse und dann schicke ich die euch los. So, das war mein Gewinnspiel. Und ihr dürft euch freuen, es gibt nämlich demnächst wieder ein Gewinnspiel, auch ein 5-Sterne-Buch von mir, kommt in den nächsten Tagen. Also ihr seht, wir haben im Moment ganz schön, also ich habe im Moment echt viele Gewinnspiele und ich freue mich da auch echt drüber, dass ich das, was ihr mir zurückgebt, an Kommentaren bei Facebook, in meinem Blog, dass ihr meinen Newsletter abonniert habt, das alles möchte ich irgendwie wieder zurückgeben und deshalb gibt es in nächster Zeit einfach ein paar schöne Gewinnspiele für euch. Vielen Dank auch noch an die neuen Abonnenten hier auf YouTube. Ich habe in letzter Zeit wieder ganz, ganz viele neue Abonnenten dazu bekommen und da freue ich mich natürlich richtig, richtig dolle. Und ich, ja, auch für alle neuen Abonnenten vielen, vielen Dank und es kommen weitere Gewinnspiele. Das war's jetzt für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.